Liebe Zuschauer, wir waren gerade eben in der Hall of Fame oder Wall of Fame, wie Sie es auch immer nennen wollen, wo alle Skigrößen, Promis sich verewigt haben und auch immer hier bleiben werden. Und zwar in 2000 Meter Höhe hier auf der Drehkopfbahn, auf der Mittelstation. Und ich hätte heute Morgen normalerweise mit dem Mann, dem neben mir steht, Skifahren sollen. Aber ich habe gesagt, das geht gar nicht, weil er hat so viele nette junge Damen. Da habe ich gesagt, Eberhard Walch, das musst du alleine machen. Er ist Skilehrer hier in Lech in Zürs am Arlberg und ist auch in Lech geboren. Also das heißt, so ein richtiger Einheimischer, eingefleischter. Eberhard, jetzt eine Frage. Wir stehen hier in 2000 Meter Höhe, haben Traumschnee, Traumbedingungen. Also da lacht auch das Herz eines jedes Skilehrers. Aber erklär uns doch mal, wo wir genau sind. Also natürlich lacht das Herz des Skilehrers, des Einheimischen. Ich lebe für das. Ja. Und wir befinden uns Mitte im Skigebiet vom Arlberg. Ja. Auf der Station, der Mittelstation, wie du schon gesagt hast, Drehkopf. Ja. Das wurde vor 2 Jahren errichtet, ist auch die Verbindung endlich gekommen von Lech-Zürs nach St. Christoph, St. Anton und auch Stuben. Ja. Wir haben hier die Mittelstation. Man sieht auch hinter uns, da geht dann die neue Bahn, die Flexenbahn, geht hinüber zur Alpe Rautz und somit ist die Verbindung geschlossen. Wir hatten ja auch schon vor mehreren Jahren die Verbindung hinüber nach Wart und dort, das hat sich auch ganz toll etabliert, wunderbar, es wird gut angenommen und wir sind ganz glücklich darüber. Ja. Wie viele Pistenkilometer habt ihr so ungefähr jetzt zusammen, damit ich mir das mal so einteilen kann, ob ich mir ein Frühstück jetzt mitnehmen muss? Jetzt habe ich ihn erwischt. Also ich würde sagen, so. es sind schon viele. Ja. Wir sind mittlerweile natürlich das größte Skigebiet Österreichs. Ja. Und wenn wir wirklich den ganzen Tag Ski fahren, also ich würde es nicht schaffen, mit dir alles abzufahren. Auch in einer Woche ist es eigentlich nicht möglich, dass ich mit dir alle Pisten abfahre. Das ist ja schon mal was. Also ich habe gedacht, wir beide schaffen das in meinem Tag. Genau, und du mit 54, ihr mit 66. Nein, aber das ist einfach drum auch schön, weil der Schnee, ihr seid ja auch schneesicher, aber man muss ja schon mal auf eine Seehöhe von fast 2000 Meter oder 1600 Meter fahren, damit man überhaupt loslegen kann. Ne? Ja, also der Ort selber, Lech, liegt auf 1450 Meter. Skigebiet natürlich ein bisschen höher, oder? Aber zur Schneesicherheit, es gibt top aktuell eine neue Studie. Wir werden keine Probleme haben in Zukunft. Der Sommer in Lech wird wärmer werden, ist auch kein Nachteil, aber im Winter werden wir Schnee haben. In Zukunft, wir haben einfach diese Westlagen, Nordwestlagen und hier wird sich der Schnee ablagern. Das ist wunderbar. Also ich komme mir jetzt nochmal auf den Sommer zurück. Wenn Sie dann hierher mal kommen wollen, wandern, biken, was Sie auch immer machen wollen, Golf spielen, können Sie alles in Lech-Zürs tun. Sie können sich wunderbar erholen, weil diese Bergwelt ist einfach auch im Sommer traumhaft schön. Ich durfte sie letztes Jahr schon mal erleben, aber im Winter macht das natürlich Spaß, wenn ich sage, richtig auf die Ski, ein bisschen Après-Ski abends dann noch ein bisschen erholen und dann fährt man nach einer Woche zurück und sagt, war eine geile Woche, oder? Genau so ist es. Also ich lebe für diese Umgebung, ich lebe für diese Bergwelt, Sommer wie Winter. Ich liebe den Winter, ich liebe auch den Sommer, bin auch überall. Also ich verstehe dich auch, dass du auch du das genießen kannst. Genau. Und wenn Sie sagen, ja, jetzt möchte ich aber noch ein bisschen mehr wissen über Lech Zürs, weil er ist ja Lecher und er kann bestimmt auch von der Geschichte noch ein bisschen erzählen. Das möchte ich auch noch ein bisschen wissen, weil in der Touristinformation kriege ich schon sehr viel Information. Dann können Sie das machen, denn er hat nämlich eins, er hat so ein kleines Häuschen, wo Sie dann auch wohnen können. Und wo kann man bei dir direkt wohnen und wo ist es genau? Also mein Haus ist direkt im Zentrum vom Lech, ganz in der Nähe von der Kirche. Der Name ist Altana. Das ist auch rätoromanisch. Das heißt Haus mit überdachtem Balkon. Ja. Und wir haben Apartments. Und natürlich werden sie auch von mir und von meiner Frau betreut. Das ist doch wunderbar. Also gleich neben der Kirche ist auch schon. Dann können Sie gleich Buße tun morgens und dann können Sie gleich wieder ins Haus zurück und sagen, so jetzt trinken wir einen Schnaps, weil ich habe gerade gebüßt. Eberhard, ich bedanke mich ganz herzlich und wir werden uns morgen nochmal sehen, weil wir wollen ja einmal nach St. Anton rüberfahren und ich darf dich begleiten und du darfst mir das morgen alles nochmal zeigen und erklären. Das ist sehr schön. Ich würde mich wirklich freuen und mich freut es auch immer wieder, wenn ich meine Begeisterung auf den Gast hinüberbringe. Genau, also Sie wissen jetzt Bescheid. Nächster Urlaub, nächstes Jahr in Lech-Zürs und dann einfach mal die ganze Chose abfahren. Eine Woche nehmen Sie sich viel Zeit mit und viel Spaß dabei und Sie haben garantiert so einen blauen Himmel und Sonnenschein, wie wir ihn jetzt heute haben und damit verabschieden wir uns und bleiben Sie dabei. Wir sind noch nicht fertig mit Lech-Zürs. Ja, Ski heil!